Hallo Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft City. Ja, also heute sind da Shadowtails und Mavia. Mit Mavia wollte ich eigentlich gerade schon was machen. Also beziehungsweise nicht heute, sondern gestern, wenn ihr die Folge seht. Wir wollten ein Großprojekt starten. Das wird da hinten stattfinden, hinter dem Haus von Mavia. Allerdings wollte ich das im Livestream machen und der Livestream hat einfach nicht so wollen wie ich. Daher gibt es heute, beziehungsweise gestern, kein Livestream, sondern ich nehme jetzt eine kurze Folge auf, um euch zu zeigen, was sich hier alles verändert hat, weil ich habe ein bisschen was gebaut und anschließend werde ich noch ein oder zwei Folgen aufnehmen, die es vielleicht so eine Stunde lang gehen werden. Oder eben eine 2-Stunden-Folge. Und darin werden wir das Projekt starten. Also das große Bauprojekt. Ja. Aber jetzt will ich euch erstmal hier zeigen, was ich hier alles gebaut habe. Und zwar seht ihr hier ganz viele ME-Drives und noch ein paar mehr Zellen. Storage Cells. Weil ich mein Ender Quarry umgestellt habe. Und das Ender Quarry so viele Ressourcen jetzt fördert, dass das mit dem Speicherplatz ein bisschen knapp geworden ist. Also ich habe hier auch ganz viel drin, aber auch ganz viel nicht mehr drin, weil ich eben in dem Zusammenhang hier mir gedacht habe, ich baue hier hinter dieser Türe ein Lager rein. Und zwar mit Deep Storage Units. Die werden hier, ich kann hier ja, in den Deep Storage einen Haufen Zeug lagern. Hier seht ihr, wie es sich verändert. Also da kommt gerade nochmal ein bisschen Cobblestone rein. Also ich habe einfach einiges aus dem ME ausgelagert, was da viel Speicher frisst. Auch sowas wie Lapis oder Redstone, weil 61.000 Redstone sind natürlich auch eine Menge. Genau. Und ich habe hier die Option, hier eben über einen Lever zu sagen aus. Und dann wird es nämlich nicht mehr ins Deep Storage gepumpt, sondern der Cobblestone bleibt dann hier im ME, weil manchmal braucht man zum Beispiel Cobblestone oder Redstone, braucht man ja auch zum Craften. Und deshalb die Option hier mit den Levern, dass ich die Sachen auch hier drin lassen kann. Genau. So, dann hat sich nochmal was getan. Und zwar, wenn wir hier eine Etage höher gehen, dann können wir hier, durch das Teleskop schauen von DecoCraft. Und dann sehen wir da hinten den Bahnhof. Natürlich funktioniert das leider nicht. Das wäre eine coole Option. Die Jukebox wäre auch cool mit Option. Und hier habe ich einfach mal bisschen dekoriert. Hier mein Schlafzimmer. Kann man auch gut schlafen drin. Ist ein Riesenbett. You can only sleep at night. Ja, war ja klar. Hier eine kleine Kommode da. Ich werde da nach und nach einfach irgendwelches Zeug reinhauen. Hier die Deko-Bench. Ist ein ganz cooles Teil. Kann man hier einfach durchscrollen oder wie auch immer. Man kann es hier oben auch suchen. Zum Beispiel, was suchen wir denn? Ein Table. Und dann kann man eben das Zeug hier, craften. Das Problem ist, wenn ich hier jetzt einmal klicke, dann ist das gleich gecraftet und dann muss ich das wieder zurück machen. Deshalb klicke ich da jetzt nicht. Aber ist ein ganz cooler Mod und damit habe ich eben hier mal mein Häuschen ausgerichtet. Hier eine kleine Staffelei. Findet Nemo ist auch da. Hier hier eine kleine Lounge-Ecke mit dem Fernseher. Oder man schaut einfach dem Sonnenuntergang zu. Oh. Könnte man glatt einschlafen. Nein, tut man natürlich nicht. Außerdem seht ihr hier hinten, da seht ihr auch noch was. Das ist das neue Haus von Mephisto. Bin mal gespannt, wie das am Ende aussehen wird.
Oder wir chillen einfach hier vorm Lagerfeuer, vorm Kaminfeuer. Hat natürlich auch was. Außerdem gibt es hier eine mega große Küche. Mit ME-Zugang. Habe ich einfach so gemacht, weil ich da, ich weiß gar nicht mehr warum. Ah ne, eigentlich war es anders aufgeteilt, genau. Eigentlich war die Deko-Bench da in der Ecke gestanden. Und dann wollte ich eben wegen den Farben nicht immer so weit laufen. Und ja, deshalb war hier der ME-Zugang. Den lasse ich jetzt einfach mal noch da, weil Schaden tut er ja nicht. Außerdem gibt es hier mein kleines Badezimmer. Ja, einmal Toilette sitzen hier. Aber bitte alle jetzt weggucken, ja, nicht gucken. Nicht gucken. Ja. DecoCraft ist ganz cool, man kann hier sogar Wasser anmachen. Das Interessante ist, wenn ich das kalte Wasser anmache, kann ich es über das warme Wasser ausmachen. Naja, das hat nicht jeder. Oder wir nehmen einfach hier mal eine schöne Dusche. Oh, wie fein ist das denn? Ja, auch hier dasselbe wie beim anderen. Einmal klicken, Rechtsklick auf die Wasserhähne macht's auf, einmal Rechtsklick macht's zu. Genau. Und dann hier meine schöne Dachterrasse mit Schaukel. Also hier hinten seht ihr schon das neue Projekt, aber ich will es euch jetzt nicht zu viel verraten. Genau, mit Schaukel. Oder hier mit Hängematte. Ich lege mich gerade mal hin, mal gucken, ob noch jemand schlafen geht. Schlafen. Ich nehme jetzt auch nur kurz alleine auf, um euch einfach zu zeigen, was ich hier noch gebaut hatte. Und gleich wird auf jeden Fall Mavia mithelfen beim Bauen von dem neuen Projekt. So, ich hoffe mal, dass irgendjemand noch in die Haia geht. Mavia ist zumindest in seinem Haus, vielleicht wird das was. Ja. So. Ja. Das war's eigentlich schon von der Roomtour oder von dem Haus, von der Haustour. Und hier mein Aufzug habe ich auch neu gestaltet. Wir können hier einfach reingehen. Hier ist natürlich die Skyloft. Eins drunter ist die Technik. Das ist einfach da, wo es ME steht und alles. Dann geht's noch eins runter. Das ist die Pforte. Da kommt man von draußen rein. Und es wird noch eins weiter unten geben, aber da habe ich noch nichts gebaut. Da wird man zu meiner Schiffsanlegestelle kommen. Zu meiner Schiffsgarage, die ja da unten ist. Genau. So. Und jetzt war es das eigentlich schon von der heutigen Folge. Oder von der jetzigen Folge. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das jetzt aussieht mit DecoCraft gestaltet, mein Häuschen. Hier unten kommt natürlich auch noch was rein. Was weiß ich noch gar nicht so genau. Wenn ihr Ideen habt, soll natürlich ein bisschen an die Technik anknüpfen. Weil oben ist der Wohnbereich, unten soll die Technik sein. Dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Außerdem gibt es hier in der Küche auch noch mal so ein Elevator. Da komme ich einfach schneller hoch und runter. Das ist schon ganz geschickt. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Hier hatte ich noch ein paar Alloy-Smelter und Segmills platziert, damit ich die Rohstoffe, die ankommen, gleich verarbeiten kann. Das heißt, eigentlich habe ich keine Ores mehr. Wenn wir gerade mal gucken, da ist noch ein bisschen was. Aber das verschwindet alles gleich und wird gleich umgewandelt in Ingots. Und da haben wir schon wieder einiges. Das habe ich gestern Nacht noch geleert. Also inzwischen vorgestern Nacht. Und da war kein In oder fast keine Ingots mehr da. Und jetzt habe ich schon wieder 6000 Eisen oder so. Es geht ruckzuck. Da machen wir gleich noch ein paar Blöcke draus. So, gut. Feierabend. Das soll es gewesen sein von der heutigen Folge Minecraft City. Bis morgen hoffentlich, wenn es dann die Enthüllung gibt von dem Großprojekt, das da hinten stattfindet. Ist ja da, wo ich zuletzt auch den Cobblestone gelegt hatte.
Ja, da unten steht Mavia. Was macht er denn? Steht einfach nur rum. Okay, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Minecraft.